Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich präsentiere euch einmal eben schnell die Patch Notes jetzt vom Freitag. Der Patch sollte eigentlich Dienstag rauskommen, aber weil die das ein oder andere Serverproblemchen hatten und die da ihrem Doktor mussten, haben die einfach schon mal den Patch aufgespielt. Viel gibt's nicht zu erzählen, aber ich will euch das Ganze natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Ich fange mal eben mit dem Kleinkram so schnell an. Und zwar wurde die Reichweite von der Beagle Active Probe, in der sie das ECM kontern kann, von 360 auf 240 Meter reduziert. Dann wurde der Nebeleffekt auf Viridian Bog runtergefahren, also reduziert, ist nicht mehr ganz so krass wie zuvor. Und die Auswahlpriorität, wenn man ein Match startet, von Viridian Bog wurde auch reduziert. So sieht man die Map jetzt nicht mehr so häufig, wie es bisher der Fall war. Und als nächstes gibt es jetzt einen Champion Raven, nämlich den 3L, welcher sollte es auch sonst sein? Das ist die Kiste mit ECM. In der Grundausstattung, hier fährt er schon mal 136,5 PC, Effizienz 1,33. Kann man absolut nichts gegen sagen. Insgesamt doch relativ solide mit Endosteel, Double Heatsink, Ferrofibrous Armor. Das, was man halt so in einen Lightmag reinhauen sollte. Und als Bewaffnung hat er 3 Medium Laser, ein Shortrange Missile 6er, Shortrange Missile 4er, natürlich das ECM. Und noch ein AMS mit einer halben Tonne Munition und 2 Tonnen Ammo für die Shortrange Missiles. So ist das ein kleiner Nahkampf ECM Stör Nerf Raven. Finde ich persönlich eigentlich ganz cool, den Build, aber ich meine, so in der Art habe ich meine Zeit lang auch gefahren und hatte aber primär Medium Pulse Laser dabei, weil ich Pulse Laser einfach cooler finde. Na dann, für all jene, die vielleicht nochmal irgendwie so ein kleines Clan-Paket gekauft hatten. Warum steht da jetzt noch Raven? Das passt so gar nicht. Der Hellbringer steht jetzt bei euch im Hangar. Was ziemlich geil ist für dieses Wochenende, denn es gibt nicht nur Double Experience, sondern weil es gestern Abend diese Serverprobleme gab, wurde die Experience auf nicht mal 2, sondern auf mal 2,5 erhöht. Also tatsächlich nochmal ein kleiner weiterer Bonus. Ist wohl ganz nice, zumal man jetzt halt diese neuen Max am Start hat. Natürlich ist jetzt die Heavy Cry ziemlich ausgelastet, hier jetzt gerade 48%. Dürfte schon ein bisschen schwierig werden, die jetzt wirklich so krass zu leveln, aber man einfach mal versuchen starten und auf gut Glück, das läuft dann schon irgendwie, behaupte ich mal. Zum Hellbringer an sich, also zum guten alten Loki, werde ich natürlich noch ein extra Video bringen, wo ich dann vielleicht mal das ein oder andere Infogekuriose raushau. Sieht echt schon cool aus, finde ich. Das Design ist denen gelungen. Also mir gefällt nicht so ganz, dass das Cockpit hier irgendwie so krass komisch spiegelt. Aber mal schauen, wenn der einen begegnet, wie es so auf der Map ausschaut. Aber insgesamt prinzipiell finde ich ihn schon sehr cool und gelungen vom Designer. Gefällt mir wirklich gut. Und was ganz cool ist, das sieht man hier am Prime. Das Ding, das kann ECM laden und das ist doch schon sehr nice. Hat natürlich jetzt gerade nur der Prime drin. Dann können wir mal eben gucken, wo das ECM drin sitzt, in welchem Bauteil. Bam, 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 im linken Torso. Der wird wahrscheinlich dann in sehr viele von den Kollegen rein, weil dann ein Heavy Mac mit ECM, mit 81 km/h, ohne Speed-Tweak, also da geht dann schon noch einiges. Und jetzt, ja, besten Dank fürs Zugucken, viel Spaß beim Zocken, Leute, und zieht euch ordentlich Experience rein. Ach ja, bevor ich es vergesse, das Event vom letzten Wochenende wird nicht fortgesetzt, weil sie es definitiv nicht hinkriegen, die Zahlen vom letzten Wochenende, also wie viele Punkte man hatte, da irgendwie weiter zu verarbeiten. Also in der kurzen Zeit haben die es auf jeden Fall irgendwie nicht geschafft. Also leider für all jene, die es nicht geschafft haben, erstmal kein gratis Vektor im Mechangar. Haut weg!